möchte heute analysieren, alles von Politik bis zum alltäglichen Weltgeschehen. Und mit Politik möchte ich auch anfangen, nämlich mit einem Thema, was gerade durch die Medien geht, die Herdprämie. Und ich habe mich gefragt, haben die Leute sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie sich die Herdprämie auf den Straßenverkehr auswirkt? Baut eine Frau einen Unfall, dann trägt die Schuld ab jetzt der Mann. Wenn er sie nicht am Herd festhält, der Staat zahlt ihm ja Geld. Herdprämie, Herdprämie, Frauen am Steuer gibt's dann wenige. Und sie schon die schönen Wenige. Herdprämie, Herdprämie. Ist doch schon ganz einfach. Wir haben den Ausbau der Krippenplätze verschnarcht und jetzt zahlen wir einfach den Frauen Geld, dass sie zu Hause bleiben. Warum machen wir das nicht immer so? Wenn wir was nicht hinkriegen, zahlen wir Geld. Erinnert euch zum Beispiel an die Maulkorbdebatte im Bundestag. Abweichlern im Parlament wird Redezeit bald abgeklemmt. Statt einen Maulkorb zu verpassen, öffnet eure Kassen. Schweigegeld, Schweigegeld, damit man die Klappe hält. Die Einigkeit ist hergestellt, zahlen wir alle Schweigegeld. Oder noch ein Beispiel. Könnte Thilo Sarrazin sich nicht endlich mal verziehen und untätig und faul nur bleiben, Hauptsache nicht schreiben. Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld, zahl ich, dass er ruhig sich hält und untätig verlässt die Welt, dafür zahl ich gern Arbeitslosengeld. Oder unser Ex-Präsident Wulle, der kann davon auch ein Liedchen singen. Möchtest du ein Häuschen packen oder teuer übernachten? Wenn dein Verdienst zu klein ausfällt, dann borg von Freunden Geld. Freundschaftspreis, Freundschaftspreis, den bezahlt dein Freundeskreis. Wenn nur die Presse nichts von weiß, dann ist das der Freundschaftspreis. Viel drei Wetter, taft in Tugend, macht aus guten böse Buben, damit man ihnen kein Härchen krümmt, zahlen sie bestimmt. Schmiergeld, Schmiergeld, damit die Frisur gut hält, der Gutenberg hat's eingestellt, er hält nicht viel vom Schmiergeld. Ja, von Schmierfinken, oder? Mal gucken, ob er bei denen jetzt mitkommt, der ist ein bisschen kompliziert. Schwarz sehen die Hellseher und lesen von der Hand in Mund. Bevor sie sich die Kugel geben, versüßt ihnen das Leben. Pendlerpauschale, Pendlerpauschale, gute Karten bald für alle. Für eine schöne Zukunft zahle ich auch gerne Pendlerpauschale. Also Wahrsager, Pendler, nicht Pendler? Immer besser, ich erkläre es noch. Ne? Wo wir gerade bei Fragen sind, wie nennt man das, wenn ein Minister entlassen wird, weil er nicht freiwillig zurücktritt? Zu Röttgen. CDU bekommt einen Schreck, schon wieder ein Minister weg. Nur Frau Merkel jubiliert, weil sie ja kassiert. Entfernungspauschale, Entfernungspauschale, irgendwann entfernt sie alle. Das geschieht noch viele Male, denn sie kriegt Entfernungspauschale. Und auch das Rentenproblem könnten wir ganz einfach lösen mit ein bisschen Geld. Rentner kriegen Geld einen Haufen, wenn sie von sechs vors Auto laufen. Und der Unfallfahrer strahlt, denn für den Schaden